Hallo und herzlich willkommen hier auf Yurelda.de. In diesem Video geht es um ein paar Übungsaufgaben, die ihr auf unserer Homepage finden könnt. Es fehlen noch die Aufgaben D bis G und ich zeige euch nun, wie ihr die rechnen müsst. Wir haben hier einen Bruch 4 mal auch 3b Quadrat durch 2x hoch 4 y hoch 3, das Ganze hoch minus 2. Zuerst mal möchten wir dieses Minus wegmachen, das stört uns einfach. Eine negative Potenz heißt einfach nichts anderes, als ich muss den Kehrbruch davon verwenden in diesem Fall. Das heißt, wir haben hier stehen 2x hoch 4 y hoch 3 durch 4a hoch 3b Quadrat und haben jetzt nur noch die 2 da stehen. Wir haben also das Minus eliminiert. Jetzt sehen wir da, das ist ein Bruch. Im Bruch kann man kürzen. Wir kürzen erstmal hier vorne die 2 mit der 4 und dann steht hier unten nur noch eine 2. Naja, und jetzt müssen wir einfach noch Potenzgesetze anwenden. X hoch 4 hoch 2, x hoch 4 mal 2, 4 mal 2 gibt 8, y 3 mal 2, also y hoch 6, 2 hoch 2, a hoch 3 hoch 2, also hoch 6, und b hoch 2 hoch 2, also hoch 4. Naja, und jetzt können wir das Einzige, was wir machen können, 2 quadratisch natürlich 4, x hoch 8, y hoch 6, durch 4, a hoch 6, b hoch 4. Wir haben wüst herumgerechnet und es sieht trotzdem noch nicht viel schöner aus. Also ich ganz anders bei der nächsten Aufgabe, ihr werdet gleich sehen, es wird ein schönes Ergebnis rauskommen. Wir haben hier die Quadratwurzel von der dritten Wurzel von 16 mal der neunten Wurzel von 64. Nun, das sind so Sachen der Mathematik, wo man einfach den Blick manchmal dafür braucht. Hier wissen wir zum Beispiel, 64, das ist nichts anderes als 4 hoch 3. 16 ist nichts anderes als 4 Quadrat. Schreiben wir das doch einfach mal so hin. Dritte Wurzel von 4 Quadrat mal neunte Wurzel von 4 hoch 3. Neunte Wurzel von 4 hoch 3, das können wir schon mal sozusagen kürzen. Wir wissen ja, die neunte Wurzel ist nichts anderes als hoch ein Neuntel. Wir haben also hier hoch 3 hoch ein Neuntel, also 3 mal ein Neuntel da stehen. 3 mal ein Neuntel, 3 durch 9, ein Drittel. Das heißt, wir haben hier noch die dritte Wurzel von 4 stehen. Dritte Wurzel von 4 Quadrat mal eben diese dritte Wurzel von 4. Und das hier ist das gleiche wie dritte Wurzel von 4. So, und jetzt seht ihr dritte Wurzel von 4 Quadrat, dritte Wurzel von 4, das kann man zusammenfassen als dritte Wurzel von 4 hoch 3. Naja, dritte Wurzel von 4 hoch 3, natürlich die dritte Wurzel ist hoch 3. Wir haben nur noch Wurzel von 4 da stehen, das hier innen ist nämlich genau 4. Naja, Wurzel von 4 ist 2. Ihr seht also, dass hier vorne war eine möglichst umständliche Variante, einfach 2 auszudrücken. Schauen wir uns die Aufgabe F an. Die Aufgabe F ist so ein Fall, den ich oft schon gepredigt habe. Man muss die binomischen Formeln erkennen, wenn sie da stehen. Das ist eine binomische Formel. A, und hier haben wir die Wurzel von A, Wurzel von X und X. Das heißt, X Quadrat, also Wurzel von X quadriert wäre X. Wurzel von A quadriert wäre A. Das heißt, hier steht nichts anderes als das hier ist das Quadrat von dem, das ist das Quadrat von dem und der gemischte Term kommt doppelt vor. Wir haben hier die erste binomische Formel. Also können wir das, was unter der Wurzel ist, umschreiben als Wurzel A, die Wurzel von dem hier, plus Wurzel X, also die Wurzel von dem hinteren Teil. Und dazwischen müsste auch das zweimal das Produkt aus den beiden stehen, tut es. Also war das die erste binomische Formel. Hier, Quadrat. Na, jetzt seht ihr, das Quadrat und die Wurzel heben sich natürlich genau auf. Und unser Ergebnis ist nichts anderes als Wurzel a plus Wurzel x. Und zu guter Letzt kommen wir zu diesen wüst aussehenden Brüchen da unten. Hier einfach nicht abschrecken lassen. Wir gehen systematisch durch. Hier oben die Multiplikation. Wir schreiben zuerst mal 3 hin. Jetzt haben wir x hoch 2 Drittel mal x hoch 5 Drittel. Also 2 Drittel plus 5 Drittel. Wir sind bei 7 Drittel. Also 3 mal x hoch 7 Drittel. Hier unten haben wir dritte Wurzel x, das ist nichts anderes als x hoch 1 Drittel. Dritte Wurzel x, nichts anderes als x hoch 1 Drittel. Und x, das heißt, wir haben x hoch 1 plus 1 Drittel plus 1 Drittel, wäre also x hoch 5 Drittel.
Jetzt können wir das hier noch verrechnen. X hoch 7 Drittel geteilt durch x hoch 5 Drittel. Das heißt, es ist nichts anderes als 3 mal x hoch 7 Drittel minus 5 Drittel. 7 minus 5 sind 2, also x hoch 2 Drittel. Ihr seht also, auch diese Aufgaben haben gelöst. Schaut doch mal auf www.lurelda.de vorbei, besucht uns auf Facebook und bleibt uns gewogen.